Hi Leute und willkommen zurück zu Madison. Wir waren das letzte Mal hier auf dem Dachboden stehen geblieben, wo wir anscheinend mehrere Bilder finden müssen, an die Wände hängen müssen, damit es weitergeht. Haben hier auch einen Schlüssel gefunden. Ich muss nochmal was gucken. Ich glaube, das ist wieder verstellt. Ja, natürlich ist das wieder verstellt. Das ist schrecklich. Einmal kurz ausgehabt, weil Steam Update wieder alles runtergestellt. Schlüssel bekommen mit dem Herz dran. The 43-year-old woman was killed by a police officer. Mann. Natürlich würde das Herz sonst hingehören. So. Schlafzimmer von. What a mess. The entrance key should be somewhere. Keine Geräusche hier. Das habe ich beim ersten Mal spielen schon komplett fertig gemacht. There are meds everywhere. Gar nicht. Lüge. Alles leer. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Guter Stoff. Überall. Also, wenn ihr mal was braucht, hier findet ihr das. warte. Grandma's diary. März 1972. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann. Wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hatte. Heute war mein ganzer Schmuck im Raum verstreut. Und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. Wir mussten Johnny wieder zurück zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitete ihm Albträume. Wir mussten zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Er war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hatte.
Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Spiel? Ich versuche hier gerade Spannung aufzubauen. Du kannst im Hintergrund nicht irgendwelche komischen Geräusche machen. Ich weiß nicht, warum wir ihm dieses scheiß Buch gekauft haben. Ich habe eine ganze Weile lang nichts mehr aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Sie schmerzen sehr und ich sehe mit jedem Tag verschwommener. Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehkraft verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, fernsehen oder überhaupt an etwas anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. Ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen, mit meinen Augen in so einem Zustand. Ich ertrage diesen Schmerz nicht mehr. Hilf mir Gott, bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es bestimmt, auch wenn es nichts... Ich weiß, dass es stimmt, auch wenn ich nichts sehen kann. Ich fühle eine Präsenz. Da lebt jemand bei uns. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass ich jemanden atmen gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser holen wollte. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger allein im Haus sein. Ich bin hier nicht sicher. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz. Aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter. Okay, da sieht man, ne? Umso weniger Sehkraft sie hat, umso schlechter wird dann auch ihre Handschrift und irgendwann schreibt sie halt nur noch zwar das auf, was sie schreiben will, aber da sie nicht sieht, wie sie das wohin schreibt. Okay. Wir suchen ein Monster, was einem die Augen klaut, Pupillen klaut. Deshalb hat sie hier auch auf den Bildern überall weiße Augen. Okay. Und wenn wir ihren Ring suchen, dann ist er irgendwo unter. Okay. Warte. Hier war was? Genau. What are these things? Können wir uns nicht angucken, dafür brauchen wir wahrscheinlich irgendwie so einen Projektor. Habe ich aber noch nicht gefunden. John ist, glaube ich, unser Vater. Also das heißt, immer wenn irgendwas von John stand, dann ging es wahrscheinlich um unseren Vater. Das heißt, er hat irgendein Buch bei einem
Garagenverkauf bekommen. Irgendein Kinderhorrorbuch, whatever. Und daraufhin sind irgendwelche komischen Dinge im Haus passiert. Und sie letztendlich dann blind geworden und gestorben. So, hier. Da muss unsere komische Planetentafel-Dings rein. Und ich suche gerade nach den Bildern für den Dachboden. Hier hinter ist irgendwas versteckt. Ich hatte gedacht, dass man das hier abnehmen kann, aber das geht nicht. Aber wir können dann zumindest schon mal das eine Ding holen und einsetzen. Ich finde es so lustig, dass immer random irgendwelche Hintergrundsounds abgespielt werden. Also einmal wird einfach random Tür knarzen, Fenster schließen, irgendwas zerbricht, irgendwas wird zur Seite weggeschoben, abgespielt und Donner. Regensound. Geht das jetzt? Oh, habe ich mir vorhin nicht drauf geguckt. Okay, ein Ding fehlt uns davon noch. Passiert nichts. Das war das, das war das. So sick. So. Ich glaube, brauchen wir so weit nicht vorlesen. Irgendwelche random Sounds, die überhaupt gespielt werden. That song. Warte, damit ihr das hört, müssen. Okay.
Kann sein, dass da mal eine Statue stand, die jetzt verschwunden ist? Okay, das Programm läuft nicht mehr. It's open now. There's definitely someone here. Quatsch, wer sollte denn hier sein? Also. Ui. Check the tapes. Hallo? Er mag nicht. Check the tapes, habe ich gesagt. Immer die Abkürzung durch den lichtgefluteten Raum nehmen. Possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind, and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. The victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Könnte sein, dass wir verrückt werden, ja. Ja, ja, ja. Wir hören komische Musik. Sachen verschwinden, Sachen tauchen auf. Natürlich das Ding erstmal wieder weg. Aber nicht. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, ist okay. Das haben wir gemacht, das haben wir auch. Na, dann wollen wir mal gucken, wo diese komische Musik herkommt. Warum es hier sich bewegende Statuen gibt, sondern ein paar Doctor Who. Foto. Warte. Wohin soll ich gehen? Ah ja. Da rein, ja? Hm? Okay. That fucking statue.
Am I going insane? Ein bisschen. Ein Dia-Projektor. Für unsere Dias. Danke. Grandpa's office. Guten Tag. Wollte nicht stören. Ne? Zwei Tresore. Kurz. Haben wir nicht. Oder doch. Wir haben einmal links 8 oder so. Muss ich später nochmal gucken. Oh, danke. Es ist. Ich glaube, das habe ich gesucht. How to contact the dead. All this time, we thought he went mad. But he only wanted to talk to me again. Okay, hier ist irgendwas mit einer 10. Mit einer Uhr. Auflassen, danke.
Das heißt, wir können jetzt ins Schlafzimmer zurück und das Ding einsetzen. Warte. Fehlt da ein Stück? Nee. Was? Ja, du siehst gut aus. Oh, vielleicht doch nicht. Okay, die weist mich also auf das Stück hin. Also wir haben für den Dachboden ein Bild. Dieses Planetendingsstück. That piano is blocking the front door. Okay, dann gehe ich zurück. Setz mal diese Planetentafel da ein. Und dann sehen wir uns dort im nächsten Part. Ciao, Leute.